Hier in Japan ist die Lage an den Tankstellen noch völlig entspannt. Der Verkehr, der fließt noch. Man sieht es hier über meine Schulter. Und auf der anderen Seite, es wird sogar noch geliefert. Also offensichtlich bei all dem Gebrumme im Hintergrund gar kein Problem. Offensichtlich nur an den Märkten. Also Crude Oil wie wild nach oben geschossen und bietet die manch einem vielleicht einen Sorgen. Moment aktuell, wenn man auf den Markt guckt. Das kann durchaus uns nochmal um die Ohren fliegen, denn es steckt eine Menge Brisanz dahinter. Gibt es wirklich Krieg in der Ecke, dann ist das ja nicht nur ein Konflikt zwischen den USA und dem Iran möglicherweise, sondern tatsächlich hängt möglicherweise Russland und vielmehr sogar noch China damit drin. Vielleicht direkt sogar, vielleicht aber auch nur indirekt. Wir dürfen nicht vergessen, dass China durchaus einen ordentlichen Anteil seiner Energie aus dem Iran bezieht und sich das sicherlich auch nicht gefallen lässt weiter, wenn die USA ständig dort interveniert und reingreift und sagt, wir gehen da jetzt sogar noch mit Truppen rein. Dementsprechend eine Kröte, die im Moment auf dem Tisch liegt, der Verhandlungen, die jetzt am Anfang Oktober auf dem Plan stehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump diese Kröte nicht doch noch wieder vom Tisch hält. Ich gehe davon aus, dass das Ganze eher eine Wortakrobatik ist. Wir wissen, dass Trump auf der einen Seite auch seine schlechten Umfrageergebnisse in den eigenen Reihen oder in den USA ein bisschen kompensieren muss. Er muss ja ein bisschen Stärke zeigen. Auf der anderen Seite will er keinen Krieg. Das hat er bis jetzt nicht gewollt. Und ich gehe mal davon aus, dass er das nach wie vor nicht haben will. Und wir deshalb die besten Chancen haben, dass das Ganze friedlich noch gelöst wird. Und er früher oder später unter dem Vorwand, Mensch, wir wollen doch keine Menschenleben gefährden, ich greife die Kröte runter, wir Chinesen oder ihr, also ihr Chinesen und wir müssen uns doch auch so einigen können. Das machen wir außerhalb des Iran, da gucken wir mal, wie die Situation ist und vielleicht müssen wir da noch ein bisschen den Wehretat nach oben schrauben, damit die Falken in Amerika zufrieden sind. Und wir wissen ja, dass Militärausgaben durchaus auch stimulierend für die Wirtschaft sind und wir haben ja eine grobe Idee, dass Amerika im Moment eigentlich nicht was anderes großartig kann. Zumindest klingt das so. Denn die Farmprodukte, die scheinen offensichtlich weder in China noch in Japan enorm viel Zusatznachfrage zu generieren. Sicherlich gibt es eine Chance, dass da ein bisschen was stattfindet, aber dass es zusätzlich eben mehr wird, die Wahrscheinlichkeit scheint aktuell eher übersichtlich zu sein. Also, wir müssen damit rechnen, dass das im Moment noch ein Spannungsfeld bleibt. Ich bin eher positiv dort gestimmt, dass wir diese Kröte vom Tisch kriegen. Sicher ist das allerdings nicht. Deshalb ganz wichtig, immer wieder auch die Position absichern, sich überlegen, ob das noch dem eigenen Risikoprofil entspricht. Wie man das macht, das gucken wir uns zum Beispiel im Trade des Tages an. Schauen Sie sich an, wie wir mit Risiken umgehen, wie wir absichern, wie wir mit Mengen umgehen. Denn so kann man sein Trading quantifizieren. Ganz egal, ob Sie eher ein Fundamentalist sind oder ein Charttechniker. Sie können das dann beides einigermaßen analog anwenden. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass es bei Ihnen läuft, so ähnlich wie bei ihm hier im Hintergrund. Er hat gesagt, ich bin da völlig autark, brauche kein Öl, zumindest im Moment nicht. Naja, vielleicht für die Turnschuhe noch, aber das ist sicherlich der kleinere Teil. In diesem Sinne Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.